Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es einen weiteren Blindtest. Heute wollen wir wissen, werden die Leute rausschmecken, dass hier Milch in der Bowl ist oder werden sie keinen Unterschied zwischen Milch und Wasser rausschmecken. Ich habe mir 5 Freunde eingeladen, die werden wir jetzt nacheinander das exakt selbe Setup brauchen lassen und dann finden wir heraus, ob an diesem Mythos etwas dran ist oder eben nicht. Sollte euch das Video gefallen, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Jetzt viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder. Ich habe zweimal die exakt gleiche Pfeife vorbereitet. Wir haben zweimal eine Moses Breeze, beide ohne Diffusor, beide mit der Standard Bowl, nichts irgendwie verändert, alles exakt gleich. Wir haben dieselben Schläuche, wir haben sogar dieselben Mundstücke. Das heißt, nur ihr werdet an der Farbe einen Unterschied merken. Blau wird dann eben die mit Milch sein, grün wird die ohne Milch sein. Wir haben zweimal den exakt selben Kopf hier vorbereitet. Das ist zweimal ein Mahalla Invoke V2, sogar mit demselben Tabak. Das ist von Holster die Special Winter Edition, also der Butterkeks. Und ja, ich würde sagen, wir packen die mal auf die Pfeifen, schmeißen da Kohle drauf und dann wollen wir nacheinander mal die Leute hier reinführen und gucken, ob die das herausfinden. Schreibt aber vorher nochmal euren Tipp in die Kommentare. Was denkt ihr? Wie viele Leute werden rausschmecken, dass hier Milch in der Bowl ist und wie viele werden falsch liegen? Am Ende des Videos bin ich mal gespannt, was dann bei euch in den Kommentaren unten steht und wie viele von euch da recht hatten. Ich bin sehr gespannt. Ich würde behaupten, man schmeckt keinen Unterschied bei Milch. Ich habe es aber selbst lange nicht mehr probiert. Das war so vor, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Jahren, dass man in der Bar halt gesagt hat, komm, 2 Euro mehr und dafür haben wir Milch in der Bowl, das ist bestimmt voll geil und jeder hat gesagt, ja, das ist besser für den Rauch oder das Cremige kommt super gut oder so oder du schmeckst halt die Milch und ich bin wirklich gespannt, wie viele es schaffen. Lasst euren Tipp unten in den Kommentaren da, wir schmeißen die Pfeifen an und dann kommt auch der erste Gast. So Leute, die Kohle ist an, die Köpfe sind gebaut, wir haben sie auch relativ identisch gebaut, also so gut wie es halt ging, habe ich versucht, beide Köpfe gleichmäßig zu bauen. Es ist jetzt kein krasses Overpack, kein krasses Vollkontakt, so ganz leichten Noppenkontakt haben wir auf jeden Fall mit dabei. Es sind jetzt auch ein paar Leute dabei, die jetzt nicht jeden Tag 5 Köpfe ballern und alles immer in Vollkontakt und alles immer im Funnel rauchen. Deswegen habe ich versucht, den Kopf so ein bisschen human zu bauen. Milch haben wir schon in der Bowl drinne. Ich habe sogar mal gezogen und musste nochmal probieren. Ich musste sogar nochmal einen Schluck Milch rausmachen und nochmal ein bisschen mehr Wasser reinmachen, weil es einfach zu krass geschäumt hat. Vielleicht hätte man da auch eine etwas größere Bowl nehmen können, beziehungsweise eine andere Pfeife mit einer größeren Bowl. Aber ich wollte unbedingt 2 identische Pfeifen, 2 identische Köpfe, 2 selben Mundstücke, alles so identisch, wie es eben nur geht, haben. Wir packen jetzt mal die Köpfe drauf, dann schmeißen wir Kohle rein, dann rauchen wir das Ganze an und dann können die ersten Leute probieren und gucken, ob sie rausfinden können, in welcher Shisha dann Milch und in welcher Wasser ist. Ja, genau, das ist der Hocker, jetzt kannst du dich hinsetzen. Mein erster Gast ist da, die liebe Saskia wird als erstes probieren, rauszuschmecken, in welcher Pfeife Milch und in welcher Pfeife Wasser ist. Ich gebe dir jetzt einfach nacheinander die Mundstücke und dann musst du mal rausfinden, was du denkst, was ist. Zur Erinnerung für euch, ich habe es ja schon gesagt, dieses Mundstück hier mit dieser Farbe gehört zu dieser Pfeife, also mit dieser Bowl hier, ne? So, einmal Hand, ja, da und dann einfach mal probieren. Und wenn du schon so einen ersten Eindruck hast, was es sein könnte, wenn du so direkt sagst, so, oh, das muss Milch sein, das schmecke ich safe oder nee, das schmeckt wie immer, das ist Wasser. Ich muss mal das andere probieren. Ja, ich gebe dir auf jeden Fall nochmal das andere. Ich glaube auch, dass der Vergleich dann erstmal das Wichtige ist. Also, ne, dieses Mundstück gehört zu dieser Pfeife hier. Und irgendeine Idee, irgendeine Vermutung. Ich glaube, das ist Milch. Das hier? Ja, also das Mundstück zu dieser Pfeife, sagt Saskia, ist Milch. Gibt ihr auch noch das andere? Bleibst du bei deiner Aussage oder? Ich muss noch probieren. Also scheint auf jeden Fall nicht so ultra eindeutig zu sein, ha? Schmeckt eigentlich fast gleich, aber. Fast gleich. Und was macht das fast aus? Ach, Leute. Okay, also von der ersten Kandidatin her scheint das schon mal nicht so easy zu sein. Also ich finde immer noch, dass das, glaube ich, Milch ist. Okay, dann behalt ruhig das andere und nimm mal die Augenklappe ab und dann... Falsch, ja? Ja. Ja, also du dachtest, die hier wäre mit Milch, das ist die mit Wasser. Also von der ersten Kandidatin her scheint nicht so easy zu sein. Darf ich es nochmal so? Ich dachte, ja klar, probiere ich nochmal so. So, wir müssen aber leider jetzt noch die anderen Leute ranholen. Yes. Also, Kandidat 1 von 5 konnte nicht erraten, was ist. Ich gehe auch direkt mit und hole Kandidat Nummer 2. Also, nicht, dass ich jetzt unter Druck setzen möchte oder so, aber die Saskia konnte nicht erraten, wo was drin ist. Dem Marcel, aka Shisha Ballo, geben wir jetzt als erstes dieses Mundstück hier zu dieser Pfeife.
So, wir machen das einfach mal so. Ich gebe dir aber auch noch dieses Mundstück hier in die andere Hand. Und dann kannst du einfach probieren, wo du willst, wann du willst. Also, linke Hand gehört auch zu dieser Pfeife, rechte Hand gehört zu dieser Pfeife. Also Saskia hat es anscheinend relativ schwer, überhaupt sagen zu können, ja, das könnte das sein, das könnte es nicht sein. Saskia hat gesagt, das war ziemlich, ziemlich ähnlich. Ich bin gespannt. Ich würde auch behaupten, du rauchst wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als Saskia. Vielleicht wirst du da eher einen Unterschied rausschmecken. Bin auf jeden Fall gespannt. Hast du schon eine erste Idee, irgendeine Vermutung? Ich vermute, dass er hier mit Milch ist. Okay, warum? Das schmeckt irgendwie ein bisschen sanfter. Sanfter? Ja. Okay, also nicht cremiger, milchiger, wie man sonst immer so sagen würde, sondern du sagst sanfter. Ja. Und bleibst du bei deiner Aussage? Ja, doch. Dann nimm gerne mal die Augenblende ab und damit lagst du richtig. Du hast gesagt, blaues Mundstück gehört zu dieser Pfeife und damit war es richtig. Krass, also 5 Leute haben wir ja insgesamt. Kandidatin 1 lag falsch, Kandidat 2 lag richtig. Marcel, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Gerne. Ich würde sagen, wir holen den nächsten. So, der nächste Gast ist da, der liebe Lukas, auch hier im besonders schönen Pulli unterwegs. Auch der Lukas kriegt jetzt einfach direkt beide Mundstücke in die Hand gedrückt. Wie gesagt, na, das gehört zu dieser Pfeife, dieses hier zu dieser Pfeife. So, einmal Hände bitte, Mundstück. Nummer 2. Genau, jetzt kannst du selbst probieren, wie du magst, wie auch immer du das hin und her switchen möchtest. Beides, wie gesagt, Holster Winter Edition, beides im Invoke V2 von Mahalla, beide mit 2 Kohlen, beide mit Kalaut Lotus 1 und beides auf der Mose Breeze, beide sogar mit dem Mose Element Mundstück, einmal in Blau, einmal in Grün, also alles sehr, sehr identisch. Hast du schon mal in der Shisha-Bar mit Milch geraucht? Wahrscheinlich auch früher mal, oder? Nee, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie mit Milch geraucht. Oh, krass. Aber die schmecken sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich? Ja. Ich habe eben zwischendrin auch nochmal probiert und ich habe für mich gesagt, ich merke keinen großen Unterschied. Also an der hier ist es auf jeden Fall leichter zu ziehen. Leichter zu ziehen? Ja. Worauf das wohl schließen lassen könnte und ob er damit überhaupt richtig liegt, Frage. Hast du schon einen Tipp, was ist? Mein Tipp wäre, das hier ist die Milch und das ist das Wasser. Okay. Also Lukas sagt, dass das hier die Shisha mit Milch ist und dass das hier die Shisha mit Wasser ist. Bleibst du dabei? Ich bleib dabei, ja. Dann nimm gerne die Augenblende ab und damit lagst du tatsächlich falsch. Bis jetzt 2 haben nicht richtig gelegen und nur der Marcel konnte es bis jetzt erraten. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. 2 Leute haben wir noch, wir holen den nächsten. So, Vorsicht, Volker, direkt vor dir. Soll ich mich da draufsetzen? Genau. Kannst auch stehen bleiben. Bist du ready, Konsti? Ich bin absolut ready. Glaubst du, du wirst es erraten? Denke ja. Der nächste Gast ist am Start, der liebe Konsti. Ihr kennt ihn bestimmt schon aus dem einen oder anderen Stream oder mit Sicherheit auch aus dem Video, das wir schon zusammen gemacht haben. Heute ist er wieder dabei. Heute will er auch rausfinden, wird er Milch aus der Bowl herausschmecken. Der Konsti kriegt in die linke Hand einmal dieses Mundstück hier, das zu der Pfeife gehört und in die rechte Hand dieses Mundstück hier, das zu der Pfeife gehört. Dann probier doch einfach mal und versuch uns so ein bisschen an deinen ersten Eindrücken teilhaben zu lassen. Wie gesagt, beides Holster, beides Mose Breeze, beides Mahalla Invoke V2, beides gleich gebaut und so weiter. Der einzige Unterschied ist Milch in der Bowl. Hast du schon einen Tipp? Ich würde sagen, die hier. Die ist? Mit Milch. Mit Milch. Würde ich behaupten. Da bist du dir schon direkt sicher? Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Okay, warum? Kannst du beschreiben, wie du auf die Antwort kommst? Ich finde, bei der ist es weicher vom Geschmack her. Weicher? Kann aber auch jetzt sein, einfach im Kopf, je nachdem, wie die anderen jetzt schon geraucht haben. Ich finde, bei der ist es weicher. Da bist du dir sicher, du bleibst bei der Antwort? Bleib bei der Antwort jetzt, Dann nehme ich dir mal die ab, von der du gesagt hast, das wäre die Milch. Dann nimm gerne die Augenblende ab. Lagen wir richtig oder lagen wir falsch? Willst du das echt so machen? Ja, ich will das so machen. Lagen wir richtig oder lagen wir falsch? Du lagst richtig. Ich lag richtig. Du hast gesagt, das hier ist die mit Milch und das ist auch die mit Milch. Super. Sehr gut. Dann vielen Dank fürs Mitmachen. Gerne. Dann schauen wir mal, es steht jetzt 2-2. Der letzte Kandidat wird jetzt geholt. Mal gucken, ob der das erraten wird oder ob wir mehr haben, die falsch liegen. Schauen wir mal. So, der letzte Gast. Mario, ich will dich nicht unter Druck setzen, aber du musst das Ganze jetzt entscheiden. Von den 4 Leuten, 2 haben es erraten, 2 lagen falsch. Gib mir mal deine linke Hand für... Linke Hand, die rechte. So, und in die andere Hand kriegst du dieses Mundstück hier. Auch für euch zur Erinnerung, Marios rechte Hand ist diese Shisha, Marios linke Hand ist diese Shisha. Probier gerne, versuch uns ein bisschen deine Eindrücke. Ist verrückt, wenn man nicht weiß, wie lange das Mundstück ist, ne? So, dann probier mal und versuch uns ein bisschen an deinen Gedanken teilhaben zu lassen. Der Tabak ist gut, muss man sagen. Der Tabak ist gut. Und hast du schon eine Idee, was ist? Ich glaube, dass es der hier ist. Der mit Milch, ja. Der mit Milch ist die linke Hand, okay. Er ist tatsächlich smoother. Okay, also würdest du auch sagen, der Marcel hat vorhin gesagt sanft und der Konsti hat gesagt weich. Findest du also auch, dass man das merkt? Ja, ein bisschen. Okay. Weiß ja nicht, ob es stimmt. Kann auch sein, dass ich mich täusche. Könnte auch sein, dass ich gerade komplett hier
zum Deppen machen. An der Nase rumführst, gell? Ja. Also du sagst, der ist der mit Milch, dann ja. Gib mir den anderen. Und dann darfst du gerne die Augenbinde abnehmen und dir einmal angucken, ob du damit richtig liegst. Yay. Und das tust du tatsächlich. Damit, Leute, haben 3 von 5 Leuten Milch in der Bowl erkannt. Aber was sagst du dazu? Wir ziehen dir mal die Augenbinde auf, führen dich mal raus und du kannst mal deinen Eindruck blind. Können wir machen, aber ich glaube, ganz ehrlich, ich würde es nicht rausschmecken. Meinst du? Also bei Funnel gegen Mehrlochkopf war ich mir 100% sicher, dass ich es rausschmecken werde. Ja. Bei Milch, ich glaube nicht. Also wir können es gerne probieren. It, ja. Wir machen das, aber sicher bin ich mir nicht. Warum? Ja, ja, ich finde es schon. Ich kenne meine Wohnung doch. So, willkommen zurück. Marvin und ich haben die Plätze getauscht. Mhm. Haben wir schon angekündigt, der Marvin würde gerne mal blind. Versuchen. Sehr gerne, äußerst gerne. Äußerst gerne, gell? Ich freue mich darauf. Nachdem du ja gesagt hast, du schmeckst keinen Unterschied mit Sicht, machen wir jetzt mal, ob du keinen Unterschied schmeckst ohne Sicht. Ich gebe dir jetzt mal dieses Mundstück zu dieser Pfeife in diese Hand und dieses Mundstück zu dieser Pfeife in diese Hand. Dann hau mal raus, Marvin, ob du da jetzt einen Unterschied schmeckst. Jetzt hast du einen Sinn weniger. Die anderen meinten ja, also zumindest diejenigen, die es richtig hatten, dass der eine sanfter, weicher schmeckt. Würdest also du jetzt einen Unterschied erkennen? Erster Eindruck ist, dass der hier ein bisschen schärfer gerade ist. Also sagen wir mal, es fühlt sich so an, als wäre ein Ticken näher am Verbrennen dran. Könnte natürlich auch einfach sein, dass der gerade ein bisschen mehr Hitze hat, so, als der hier. Aber der fühlt sich ein bisschen weniger kratzig. Also könnte man sagen, so wie die anderen das gesagt haben, vielleicht smooth an oder halt sanft. Also was ich glaube, also ich sag, der ist mit Milch. Der ist mit Milch. Ja. Sicher. Nein. Nein oder ja? Nein, nicht ich sicher, aber... Warte, lass mich noch einmal probieren. Lass mich einmal probieren. Okay. Also ich sag, der ist mit Milch. Aber bevor ich die Augenbinde abnehme und überhaupt weiß, ob ich richtig oder falsch liege, muss ich sagen, wenn das wirklich der Unterschied ist, dann ist der so gering, dass es kein Aufpreis wert ist. Aber ich sag, also der ist mit Milch. Also du würdest in der Shisha-Bar grundsätzlich nicht 2 Euro mehr oder je nachdem, Nein. wie viel die Shisha-Bar verlangt, nee. Mehr bezahlen, nur dass du Milch in der Bowl hast? Würde ich nicht machen. Also ich sag, der ist mit Milch. Okay, alles klar. Dann gib mal her. Zieh mal das Ding ab. Du lagst richtig. Glückwunsch, sagen wir eher. 50-50-Chance, glaube ich, ganz gut genutzt. Also Leute, ich finde es auf jeden Fall nicht so eindeutig, dass ich in der Shisha-Bar dafür noch mehr Geld ausgeben würde. Ja, Leute, ich konnte es auch rausschmecken. Damit haben es jetzt 4 von 6 Leuten richtig erraten. 2 lagen daneben. Aber ich hatte euch am Anfang gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt von 5 Leuten. Das heißt, ich bin gespannt, wer getippt hat, dass 3 Leute richtig liegen und 2 falsch liegen. Jetzt könnte man sagen, es haben über 50% der Leute richtig erraten. Vielleicht bringt es tatsächlich was. Ich muss aber dazu sagen, ich finde, es bringt nicht genug, um Aufpreis dafür in der Shisha-Bar zu bezahlen. Macht gerne mal den Test für euch. Danke an alle, die heute dabei waren. Links zu den Leuten, die Instagram haben oder auch hier zeigen wollen, wird unten in der Beschreibung sein. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen, damit ihr den nächsten Blindtest dann auch nicht verpasst. Wir sind raus. Macht es gut. Eure Shisha-WG. Ciao. Hallo? Leute? Hey, Marvin? Machen wir nicht schon den Blindtest? Da guck ich halt jetzt ein Shisha-WG-Video. Willkommen bei der Shisha-WG. Woo! Sazilicious ist am Start. Es sind 38 Grad. Also heute rauchen wir einen Tabak namens Bueno. Und Winter Edition. Yes! Yay. Mal euren Tipp in die Kommentare. Was denkt ihr? Wie viele von den 5 Leuten werden es herausschmecken können, dass da Wasser... Was ist das? Ich muss eine Shisha rauchen. damit. Wow. Ist der fast in den Kopf flöten gegangen? Nee, der Schlauch hat fast mein Handy weggeworfen. Das habe ich hier auf den Kopf gelegt. Und das hing gerade schon so in der Luft. Nicht so. Was ist das? Double the fun. Ah, fun wie früher. Fun wie Fun, genau, ja. Ja, genau der. F steht für voll, ja. Die was unternehmen, U steht für uns, dich und mich. F steht für, nee, N steht für Naseweiß. Ich mach mit bei jedem Scheiß. Ganz friedlich und freundschaftlich. Und F steht für voll, ja, das alles zerstört. U steht für Untergang. N steht für nukleares Waffenarsenal. Aber was lustig ist, wenn die Blasen platzen, guck mal, wie das aussieht. Die Blase muss platzen, pass auf, die Blase muss platzen, die Blase muss platzen. Das ist schon wieder ein SpongeBob-Plug, Alter. Kumpelfreund ist geplatzt. Kumpelfreund. Das ist auch Kumpelblase.